Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge Taming.io mit eurem Spaquenuel. Bewertet sehr gerne das Video und schaut auch in die Beschreibung. Da gibt es tollen Zeug, den ihr euch für Weihnachten kaufen könnt. Sag mal, was willst du denn? Ist er über mir? Er ist leider über mir. Oh Mann, warum lenkst du mich denn so ab in meiner Anmod, du Stück Dreck? Ich habe auch keine Pfeile oder so. Ja, komm, dann tschüss. Dann tschüss, dann geh halt. Danke fürs Zerstören meines Videos hier. Was soll das denn? Ja, auf jeden Fall, ich habe im ersten Part natürlich das Spiel erstmal grob entdeckt. Und, ja, hab jetzt hier nochmal ein bisschen gespielt. Das fängt ja dann irgendwie wieder von vorne an. Habe etwas bessere Windmühlen bekommen, die mehr Gold generieren. Und wollte eigentlich jetzt am Anfang meine erste Kiste öffnen. Um zu schauen, was da drin ist. Ein goldener Apfel, der mir Gold geschenkt. 1000 Gold? Ich glaube, das war's. Ah ja. Ja, cool. Das ist ja sehr nett. Da kann ich ja auch, wo ich schon hier bin, mal den Goldblock ein bisschen verprügeln, ne? Ich hoffe, das bringt was. Dankeschön. Oh, eine Rubinaxt. Spitzhacke. Select your item. Ein Salat. Oh, lecker Schmecker. Warte. Au. Oh, der war ja lecker. Geilo. Level 12. 2400 Gold. Ja, jetzt gleich. Kann ich es mir kaufen? Mal schauen. Es war da, ne? Ja. Increases Taming Chance. Ja, okay, danke schön. Oh, da habe ich ihn. Oh, cool. Und ich habe sogar diesmal was anderes gelernt. Ich kann jetzt irgendwie Äpfel gegen ein Vieh klatschen und das dann zähmen. Oh, das ist eine Kiste. Und wieder goldener Apfel. Ja, was hat mir das jetzt... Ich verstehe das nicht ganz. Was bringt mir das? Ja gut, nehme ich einfach mal hin, ne? Nehme ich einfach mal hin. Was ist das? Ein Team. Create. glp.tv. Ja. This is your team. Und jetzt kann man da rein, oder was? Ja, dann gibt es ja Tausende, die so heißen. Ja gut, ihr werdet eh nie den richtigen Clan finden. Ist egal, Leute. Ist egal. Oh, das steht jetzt sogar neben meinem Namen. Ui, das ist ja spannend. Oh, ein Level. Ruby Windmill. Oh, noch mehr Geld. Wie geil. Und jetzt kann ich die hier irgendwie... Gibt es da keinen besseren Weg? Muss ich die wirklich per Hand zerstören? Aber das ist mir gerade schon aufgefallen. Ich habe ja zum Beispiel auch keinen Bogen gelernt. Und dadurch habe ich auch nicht die Möglichkeit, die Muskete zu erlernen. Ich hätte mir vielleicht irgendwie eine Waffe raussuchen sollen. Aber ich bin ja auch ein Pazifist, ne? Zack, kaputt. Da, dann setze ich hier mal eine Rubinwindmühle. Zackadi, zack. Hoffentlich habe ich dafür genug Ressourcen, aber ich denke schon. Oder auch nicht. Ja, perfekt, da fehlt ein bisschen Holz. Oh, das reicht schon. Und zack. Ja, ob das jetzt so schnell ist? Also ja, ein bisschen Gold kommt dazu und dafür, dass ich nichts machen muss, ist das, glaube ich, ganz okay. Können aber natürlich auch noch eine Stunde hier bleiben, ne? Und da weiter drauf prügeln. Ich würde Level bekommen, ich würde Gold bekommen. Ja, aber ich glaube, es würde sich auch sehr lohnen, erstmal rumzulaufen und sich die Map ein bisschen anzugucken. Level up. Oh, ein Rubinschild. Dankeschön. Hier, das kann ich auch in die Hand nehmen. Da ist schon wieder jemand. Jerry Exe. Der ist leicht über mir. Ja, alles klar. Hier. Greif dir mal an, Krumpy. Los. So mal richtig Stress, bitte. Ich habe keine Waffe. Das ist ultra dumm, dem hinterher zu laufen. Oh, bitte. Bleib doch stehen. Ich will einfach nur irgendwie gewinnen hier. In dem Kackspiel. Komm her, bitte. Ich würde dich so gerne attackieren. Werde ich gerade... Oh, jetzt werde ich hier selber attackiert. Ey, lass mir doch Ruhe. Wie auch wegrennt. Ja, okay, dann... Na, dann... Hä? Habe ich gerade die Welt gechanged? Nee, es ist Winter. Ach, es gibt Jahreszeiten. Oh, lol. Wer seid ihr denn? Seid ihr in einem Clan? Nein. Lass doch Krumpy in Ruhe. Komm mit Krumpy. Alles gut. Einfach laufen. So, ich lasse das jetzt. Ich bin nicht mehr so attackierfreudig. Ne? Ich suche mir jetzt einen neuen Freund. Oh, Krumpy ist gestorben, oder? Oh, dich kann ich sehen. Ja, gerne. Ah, komm in meine Arme, du kleiner Süßer. Oh, schade. Da ist er wach, jetzt will er sterben. Ja gut, wenn du Stress suchst und nicht mein Haustier sein willst, dann ist das okay. Na, dann stirbst du jetzt, ich esse dich.
Leckerschmecker klein und rundi, erst in meine Spitzhacke und dann in mein Mundi. Rest in peace. Oh, eine Kiste. Dankeschön, hey. Lass mich in Ruhe, ich will leben, ich will leben. Ich wähle das Leben. Bitte hör auf jetzt, hör auf. Ruhig, ruhig. Ganz ruhig jetzt. Oh, nee, ey. Ach, kann ich was essen? Oh, lecker. Weiß nicht, ob sich das gelohnt hat, aber egal. Hat geschmeckt. Da, der Apple Tor. Kann ich jetzt ein Dings dagegen werfen, ne? Ja, mach ich mal. Ja. Ah, ich kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen damit. Ja, aber wie oft darf ich denn draufhauen? So oft, wie ich will, weil mich das einfach nur diese Apfelressource kostet 0%. Ernsthaft? Ist es jetzt wieder zurückgesetzt worden, weil ich zu oft gemacht habe, oder was? Hallo, stehen bleiben, du Stück Dreck. Ich will dich tamen. Bitte. Okay. Moment, ich muss kurz deine Mutter töten. Nimm mir das nicht übel. Oh nein. Ich brauche ein Haustier. Lass mir Ruhe. Aua. Okay, du bist tot. Kurz mal einen Salat essen. So, und jetzt tame ich dich. Hallo. Na komm, du kleiner Süßer. Komm jetzt, du kleiner Süßer. Hallo? Es geht einfach nicht mehr. Hallo? Dann tut's mir wieder leid, ne? Einfach in die Ecke gedrängt und kaputtgeschlagen. Tot. Jetzt ist er im Himmel. So, dann würde ich das gerne mal mit dir machen. Ach, das geht nicht, weil ihr einfach aggressive Scheiße seid. Hallo, Frieden! Oh, das gefällt mir aber, wie er da versteckt. Sehr angenehm. Bessere Spitzhacke. Kurz mal einen Salat essen, danke. Nein, stopp! Stopp, stopp, stopp! Ich hab... Oh nein. Ganz große Probleme hier. Ich will auch gar keinen mehr töten. Ich will einfach nur ein Haustier. Mann. Den kann ich auch nicht tamen. Sag mal, willst du sterben? Du willst sterben, ne? Okay. Ihr wollt's ja nicht anders. Und ausgelöscht. Kurz mehr drauf. Boah, wie mich das heilt. Alter, geilo. Ja gut, dann baue ich das mal ab, ne? Und nimm das dann später nochmal in Anspruch. Hoffe ich. So. Oh ja. 11%. 12. 13. 14. Und 15, das reicht. Und jetzt tame ich dich. Komm in meine Arme, du Süßer. Oh, schade. Das tut einfach weh im Herzen, ne? Guckt euch den mal an. Der wacht direkt auf. Sag mal, bist du blöd? Ja, er ist wirklich blöd. Ja, dann zähme ich dich halt. Komm her. Jetzt komm in meine Arme. Ich meine, mit in meine Arme kommen. Nicht, dass du mich angreifen sollst, ne? Das verstehst du schon, oder? Ja gut, er ist tot. Da, der schläft. Einfach rein da. Hallo. Na komm. Na komm. Oh, schade. Oh, cute. Hä? Ich glaube, ich sollte das nicht attackieren. Was, wenn ich so mache? Ah, cute. Was heißt denn? Ja, süß. Oh, Mann. Kinder spielen nicht, Leute. Es tut mir so leid. Oh, nein. Ich habe ein Level bekommen. Und dadurch habe ich jetzt die Amethysten-Windmühlen, die noch mehr Geld generieren. Aber jetzt muss ich ja wieder zu meinen alten Windmühlen, um die zu zerstören, oder nicht? Oh, es wurden sogar schon zwei zerstört, als ob. Ihr kleinen Maden. Okay. Hm. Ich habe sogar echt viel Gold. 5700. Ich guck mal. Was ist das? Beers are stronger. Einfach so Haustier-Dinger. Ja, dafür bräuchte ich erstmal ein Haustier, ne? Was gibt's hier noch? Heals over time. 4000. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Okay, eine neue Jahreszeit oder sowas. Okay. Stronger water pet. Oh, Mann, ey. Das ist zwar alles tutti frutti, aber auch nicht mega krass. Nee, ich warte noch ein bisschen. Ist das ein Pilz? Ah, ja. Okay. Und hier sind irgendwelche Taubsies. Ja, das ist ja cool. Und eine Spinne. Ah. Aber ich kann halt nichts tamen, was nicht schläft, ne? Das ist halt echt blöd, ja. Level up. Und was bekomme ich? Ein besseres Schild. Ui. Mann, das freut mich aber. Noch eine bessere Spitzhacke. Saphir. Ui. What? Will er mich adden? Was ist das? Sind wir jetzt Freunde, Jerry? Ja. Ich sehe ihn auf der Minimap. Können wir uns jetzt nicht mehr attackieren? Warte mal. Kurz mal ein Level holen. Ja, nochmal bessere Windmühlen, alles klar.
Dann besuche ich dich mal. Ich hoffe, du attackierst mich nicht. Oh, eine Spinne. Direkt aufgewacht. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Jerry! Hallo! Oh! Lol, was zur Hölle? Er hat einfach eine Base. Und drei Pets. Oh, ein Pet. Komm schon, komm schon. Oh, was ein Zufall. Kaum lerne ich Jerry kennen, habe ich mein erstes Vieh gezähmt. Ja, komm her, kleiner Taubsi. Du Süßer. Ja, dann hol ich dich auch noch. Na komm. Komm in meine Arme. Ich hole mir eine Taubsi-Armee. Oh, schade. Ja, dann stirbst du halt. Komm. Echter Taubsi, kill ihn einfach. Mach ihn fertig. Ja, zeig's ihm richtig. Oh, schön. Einmal 10. Nein, nicht! Bitte, 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 ja! Oh, wie cool, jetzt sind die da alle. Kannst du mal hier so einen Feuerball drauf machen, bitte? Ah, das ist seine spezielle Fähigkeit. Was bringt mir das? Sieht ja sehr cool aus. Und noch ein besseres Schild. Ich bin echt verflucht, ne, mit dem, was ich mir da ausgesucht habe. 10.000 Gold habe ich schon. Ui. Ja, aber wo sind denn meine verdammten... Ah, man kann Sachen markieren. Ja, hätte ich auch vorher vielleicht mal wissen sollen. Wo sind meine verdammten Windmühlen? Da, es wird sogar angezeigt. Auch schön. Ja gut, ich gehe mal weg, ne? Ich versuche noch mal ein paar Leute zu zähmen, aber meine bisherigen Pets sind mir aber egal. Das wurde auch nichts. Schade, schade Schokolade. Dann gucke ich mal bei ihm hier. Und dabei sterbe ich auch gerade noch. Dankeschön, ich habe eine Spinne. Oh, was ist das denn hier für ein Krieg? Oh nein, ich muss essen. Bitte. Oh, nein, meine Kerl. Ich gehe einfach weg. Ich lasse euch einfach alleine. Ihr schafft das schon, meine kleinen Süßen. Da oben ist eine Windmühle. Ja, hoffentlich überlebe ich das bis dahin, ne? Steht auch nochmal auf einem ganz anderen Tablett hier. Bei den 40 Gegnern, die mich verfolgen. Hallo, Frieden. Ich bin ein Pazifist. Ich bin voll der Pazifist. Bitte rette mich. Nein, stopp. Halt, stopp. Bitte einmal in Ruhe lassen jetzt. Ich mag das nicht. Ich will das nicht. Ich mag das nicht. Könntet ihr bitte aufhören? Nein. Das brennt auch ein bisschen in mir. Und wo sind meine doofen Pets? Oh nein. Schön was essen. Hier mal reinschlagen, um die Kiste zu bekommen. Warum ist denn jetzt nichts passiert? Achso, ich habe sie noch nicht komplett zerstört. Perfekt. Okay, ich bekomme einfach gar nichts. Vielleicht dann nach dem Kampf. Ui, Jahreszeitenwechsel. Oh, und ich kriege neue Sachen. Ach, Aesthetics only. Ich nehme das Blaue, die Diamond Pickaxe. Dann kann ich ja jetzt hier die Windmühlen stellen, ne? Und generiere noch mehr. Dann fehlen mir noch zwei, die sind da unten. Level up! Nochmal. Ach nee. Ah, kosmetische Dinge. Okay, ich hätte gerne Diamantwindmühlen. Cool. Da möchte mich noch jemand irgendwie adden. Okay. Ja, aber was genau ist dann jetzt hier der Sinn des Ganzen? Weil wenn ich hier mal... Oh, da ist jemand. Mir mal die Rangliste anschaue, dann sehe ich, dass da jemand... Ja, 10-mal mehr Punkte hat als ich. Boah, ich bin aber auch echt schon weit, ne? Mit 19.000. Hätte ich gar nicht gedacht. Oh, hallo. Wer bist du denn? Da würde ich aber ganz gerne mal hin. Boah, ich brauche irgendwie eine Schusswaffe oder so. Aua. Hallo, Fireplant Water. Komm mal her jetzt. Komm doch her. Oh, boah, Alter. Was mache ich denn bei ihm für ein Damage? Willst du mal ein bisschen was essen? Kannst du jetzt bitte einmal stehen bleiben? Oh, ich bin vergiftet. Ja, alles klar. Komm, 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 komm. Leute, greift ihn an. Der hat einen Bogen. Dieser widerliche Kacktyp. Komm, greift ihn an. Killt ihn einfach. Ja, aber, oh Mann, der ist halt auch genauso schnell wie ich. Ja, dann greife ich dich halt an. Keine Ahnung, was für Level du hast. Ja, alles klar. Okay, okay, alles, ja, ja. Aber ich mach gut Schaden an ihm. Jetzt bin ich im Sandwich und bin tot. Ja, alles klar. Als ob! Dein Score, 22.000. Golden Apples picked, 6. Ja, aber was bringt mir das? Respawn at age... Ah! Ich kann auch später wieder einsteigen. Ja, das lief jetzt zwar überhaupt nicht so, wie ich es wollte. Aber das muss es ja auch nicht, ne? Bewertet sehr gerne das Video, schaut auch in die Beschreibung, da ist sehr viel toller Kram verlinkt, den ihr euch sehr gerne für Weihnachten zulegen könnt. Bis Daniel, euer leider nicht mehr lebendiger Schmenuel. Tschüssi, bis dann.